Ja, grüßt euch zum neuen Video. Heute mal hier das Auto einwachsen. Aber ich wollte davor was anderes sagen. Nämlich schneit. Oh, schneit schon wieder hier. Genau. Ich werde zwar nicht voll liegen, aber das, wenn es dann aufgeht hat, wird es sowieso bald weg sein. Nämlich 1 Grad. Also, ja, so 1 Grad haben wir ungefähr. Wir haben dann 19. November oder so. Keine Ahnung, Samstag auf alle Fälle, oder ist der 20. schon. Ja. Wenn man sieht, dass vor 2 Wochen noch mit der kurzen Hosen aneinander gelaufen ist und jetzt halt Schneien anfängt, ist doch ziemlich schnell jetzt kalt worden. Also letzte Woche habe ich mir überlegt, ob wir vielleicht doch nochmal mähen müssen, weil es so lang ist. Aber es hat sich der Fall erledigt. Bin ja ganz froh drum. Aber eigentlich wollte ich jetzt Weihnachten nicht mähen. Gut. Hier ist dieses Wachs drin. Ich hoffe mal, dass das dann rausgeht. Und dann werden wir das jetzt unten einwachsen. Bevor ich hinunter gehe, schaue ich mal, ob das überhaupt geht. Wenn ich das so verstopft ist. Wenn ich dann unten drin stehe und überhaupt nichts geht. Genau. Wie machen wir das? Das sind einfach ganz normale Buckelspritzen. Geht. Das ist was rausgekommen. Ja, geht. Gut. Dann schau ich mal, dass ich dann runterkomme. Lampe habe ich mir hinten schon hingestellt. Ich muss jetzt bloß runter, ohne runter zu fallen. Ich stehe wahrscheinlich von der anderen Seite hin, dann sieht es ja wahrscheinlich mehr, aber dann kommt von der Seite das Licht. Schauen wir mal. Ja. Also ich werde mal die hier den Boden hinstellen. Dann nehmen wir mal Licht, dann sieht es wie so aus. Ich werde lauter so hier sowas wachsen, dass da nicht so viel rostet. Man muss sagen, hier unten ist sowieso sehr wenig Rost. Das einzige, was ein bisschen rostet, sind hier diese Achsdinger. Und manche Sachen haben ein bisschen Flugrost, ja. Aber sonst finde ich, ist das sowieso recht rostfrei. Hier hinten ist ein bisschen Rost drin. Ich schaue, dass ich überall so ein bisschen unten reinkomme, wo man eigentlich mit dem Waschen nicht gut hinkommt. Und den Rest lassen wir. Na, Auspuff und so tun wir auch nicht einwachsen. Ja, das stinkt dann sonst bloß. Also Plastikdinger haben Vorteile und Nachteile. Ich weiß nicht, ob ich das wegmache. Aber ich sehe schon, das haben wir 10.000 Schrauben. Ob ich das wegmache und da unten auch ein bisschen Wachs. Oder ob ich es einfach dran lasse. Oder ich mache es nächstes Jahr dann weg. Und dort dann da unten mal durchwachsen. Dass ich da vorne rauswasche. Weil jetzt ist halt dann nicht was gewaschen auch nicht. Ich glaube, ich lasse das mal noch dran. Der Rest ist Metall, nicht Plastik. Und im Sommer vielleicht dann mal hier diesen Flugrost ein bisschen bearbeiten. Und dann sehe ich jetzt eigentlich auch kein Problem, wo irgendwie Rost sein sollte. Genau. Sonst schaut das eigentlich alles gut aus. Die Gummis sind auch noch alle ganz. Hat keine Luft. Ja. Schauen wir mal.
Ich tue jetzt hier mal ein bisschen anfangen. Und dann kriegen wir das. Was mich wundert, dass es da drin so sauber ist. Ein bisschen komisch, aber gut. Vielleicht ist es halt einfach so. Es gibt ja, glaube ich, auch von der Waschanlage aus dem Programm, dass unter Bodenwachs oder so drauf kommt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so hilfreich und so gut ist, weil, naja, hier ist überall Plastik, da brauche ich es eigentlich nicht. Und da, wo ich es brauche, da kommt das bestimmt nicht hin. Nach dem Auspuff brauche ich es nicht, da stinkt das bloß. Drum machen wir es einfach selber. Gut, ich stehe mal hin und laufe nicht so viel. Ich gehe ja nicht ganz stehen. Schauen wir mal, wie machen wir das mit Licht? Vielleicht haben wir das Licht zwischen, nein, dann habt ihr da nochmal Licht. Oder ich nehme das kleine Tannen, muss man mal schauen. Ich hoffe, ihr seht es dann auch was. Ja, das kriegen wir schon. Jetzt geht natürlich nicht mehr. Haben wir es nach unten, geht es nicht mehr. Das ist leer. Ich mach mal voll und dann komme ich wieder. So, ich habe jetzt überall eingewachst, wo ich meine, dass man einwachsen soll. Oder wo ich jetzt Eisen gefunden habe. Hier ist ein bisschen früh gekommen. Das ist wie, ja richtig, es fühlt sich an wie so ein bisschen, ja, wie fühlt sich es an? Fast wie Wasser, also ein bisschen leicht ölig. Und es riecht irgendwie so fast nach Kerzenwachs. Ist ja auch Wachs. So, das soll jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, trocknen. Und dann kann man wieder fahren. Genau.
Ja, da war sie jetzt hier unten nicht. Dann da drüben, da steht noch der Elenator. Den haben wir auch noch erwachsen. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier machen, weil da kann man nicht so weit vorfahren. Und den müssen wir rausstellen. Oder stellen wir es rüber irgendwie. Dann kann das trocknen. Oh, ich muss mich gerade hinstellen. Dann kann das trocknen und mit dem dann kleiner Johnny noch einölen. Ich glaube nicht mit Wachs. Oder mit Wachs? Nein, nicht mit Wachs. Und dann müsste eigentlich alles fertig sein für den Winter. Wenn wir dann Streufutter fahren, dann vielleicht ein Kippen ein bisschen einsprühen unten. Und dann mehr eigentlich nicht. Rückgewogen und so will ich eigentlich gar nicht durch Salz durchfahren. Eigentlich überhaupt nicht durch Salz durchfahren, aber die strahlen immer Salz, dann kann man das nicht ändern. Schauen wir mal, was wir noch denn. Gestern habe ich den Holz aus dem Rückgewogen aufgeladen zum Kleinschneiden. Das dann wahrscheinlich noch umladen auf den Wagen oder am Boden hin, auf den Wagen wahrscheinlich gleich. Dann kann man es dann mal runter und klein schneiden. Ja, da fällt mir jetzt nicht ein. Schauen wir mal, was wir dann machen. Ich tu gerade Kalben füttern. Da kommt ein bisschen Strohnetz, oder ein Eimer Mineralfutter, also zwei halbe, die nehmen wir nicht. Und 1500 Gras. Hier raus, ich glaube, es ist der zweite Schnitt. Oder ja. Und mehr da kommt dann nicht rein zu den Kalben. Drücken gleich noch Kälber-Tee mehr mischen. Und Kühe und Trockensteher brauchen dann auch noch mischen. Ob ich das jetzt noch mache, wenn es hell ist oder spare, weiß ich nicht, weil ein bisschen was haben sie noch. Bloß die Kalmer haben nichts mehr drum, durch die jetzt gleich füttern, damit die wieder was haben. Ich freue mich mal wieder zusammenkehren, ich weiß gar nicht, wie das so ausschaut. Hier, ich habe mir nicht erst zusammengekehrt gehabt, aber anscheinend ist wieder alles dreckig. Ich habe jetzt leider nichts für Kamera da, dass ich die irgendwo hin steckt oder so. Dann machen wir das alles einhändig jetzt. So, ich fütter jetzt Kalbinnen, weil dann das Gras drin im Mischwagen. Der putzt den nochmal raus, weil wenn ich Kühe fütter, dann ist ja Mais mit dabei. Und Gras putzt den Mischwagen doch ein bisschen besser für die Kälber TMR, weil das soll nämlich nicht so viel Silo drin sein. Also eigentlich gar keins, weil sonst wird das ja warm. Ja, jetzt halt nochmal beim Hellen. Also ich lade jetzt wieder Ladung Getreide auf. Jetzt sieht man es gleich da besser. Mal schauen, vielleicht schneide ich das andere gleich raus. Also hier kommt es aus dem zweiten Silo raus. Und in diesen Ecke rein und sieht man jetzt dann auf. Ist Winterweizen. Genau. Das ist jetzt dann die letzte Fuhre. Also die dritte und die letzte erst einmal haben dann nur zwei oder drei drin. Oder vielleicht mehr, mal schauen. Sieht man dann schon, wie viel noch drin ist. Auf alle Fälle, wenn ich die abgeladen habe, dann hole ich für den Bulldog hier den neuen Reifen. Ne? Ich habe vorne die Kotflügel weggeschraubt, weil die müssen dann mal da rein. Habe ich hier schon mal sauber gemacht. Dann kann man die dann weiter innen hinschrauben, weil die vorderen Reifen ein bisschen dicker haben.
Genau. Und hier unten müssen wir dann noch den Lenkwinkel einstellen. Müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen weiter reinschrauben. Dann ist er nicht mehr ganz so wendig, weil es dann hier irgendwo angeht mit den Kotflügeln. Und die haben nicht schwenkbar, weil die hier unten so einen Bügel haben. Aber gut. Wird auch gehen. Genau. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie breit, also wie weit ich die nicht reinschreiben muss, die Kotflügel. Aber auf alle Fälle müssen sie rein. Hinten müssen wir die Achse vielleicht auch verstellen, das weiß ich noch nicht ganz. Ich habe mal gemessen mit dem Wetterstab, da müssen sie vielleicht ein bisschen weiter rein. Kommt natürlich auch darauf an, wie die Felge hier gewölbt ist und so. Müssen wir dann mal schauen. Auf alle Fälle mache ich hier hinten mal noch nichts, weil wenn wir das machen, dann müssen wir die Schrauben hier alle raus. Dann einmal komplett runterziehen, ist uns gesagt worden. Und die Achse hier abschleifen, dass die vom Rost befreit ist. Und dann halt so einstellen, dass auf beiden Seiten gleich ist. Dann wieder festziehen, ein bisschen fahren und wieder festziehen. Also ein paar Mal machen, dass es wieder gescheit fest ist. Weil hier wieder diese Radaufnahme wird hier bloß aufgekeilt. Das sind hier bloß zwei so Unterlegkeile, die einfach unten reingeschoben werden und festgeschraubt, und mehr ist das ja gar nicht. Jetzt müssen wir schauen, dass das dann wieder gescheit fest wird. Da mache ich jetzt erstmal noch nichts. Genau, die neuen Reifen stellen wir dann auf. Das muss ich dann noch irgendwie gut mitnehmen, dass wir den dann irgendwie vorziehen, dass sie nicht umfallen. Ich mache erst einmal Getreide voll und dann, wenn ich das abgeladen habe, fahre ich dann gleich weiter und hole die Reifen um. Ja, hier haben jetzt die Kotflügel, da kann man nämlich hier einstellen, ob die mit diesen vier Schrauben da festgezogen wird oder mit denen vier. Und wenn das vom Maß her ein bisschen schlecht passt, kann man hier auch noch so Distanzdinger dazwischen, kann man entweder die auch noch raus da. Oder bloß die Distanzdinger und da wieder in die alten Löcher, das sieht man dann. Das Doofe an dem Bulldog ist ja, dass sie überall Zollschrauben haben. Ich habe die ja schon sauber gemacht, einfach mit der Drahtbürste. Muss ich dann die Löcher anders sauber machen, dass die wieder gescheit fest werden. Genau. Und dann zeigt sie den wahrscheinlich in diesem Video noch mit den anderen Reifen dann. Oder was haben wir am Freitag? Ja, die vollen Reifen könnte man schon aufkriegen. Schauen wir nochmal den Kippern auf und dann fahren wir gleich wieder. Jetzt machen wir hier einen kleinen Haufen hin. Dann fahren wir noch mal ein paar Meter vor, dann kommt hinten noch ein kleiner Haufen hin. Hinten kann man nicht so viel, weil hier hinten diese Heckklappe hier so ein Schlitz ist, da läuft es dann raus. Darum hinten ein bisschen weniger und vorne ein bisschen mehr. Also ist ein bisschen mehr, eigentlich ist es ziemlich gleich. Wir räumen jetzt gleich dann ein kleiner bisschen vor, damit hier ganz vorne auch was hinkommt. Das wird gleich verteilt, ist die Last. Schrauben bloß auf alle Fälle. Und Käfern auch keine drin. Das sind schon mal zwei gute Sachen. Dann bis gleich, wenn wir wieder Ausland fahren. Nehme ich euch vielleicht ein bisschen mit. Ja, Akku habe ich noch. Gut. Wir fahren jetzt gerade an Dietfurter Berg runter. Ich weiß gar nicht, wie der eigentlich heißt, der Berg. Das geht immer relativ gut, also besser als hinauffahren. Weil hinauf geht es ja nicht so schnell. Bergab kann man schon 40 oder schneller fahren. Ich tue bergab mal immer wieder von der Bremse runtergehen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber dann denke ich mir, dann kühlt die ein bisschen ab. Weil
alles auch nicht, was gescheiter ist, ob langsam oder schnell fahren. Wenn man langsam fährt, bremst man halt länger. Wenn man schnell fährt, muss man halt weniger bremsen, aber dafür ein bisschen fester vielleicht. So genau das Richtige habe ich noch nicht rausgefunden. Auf alle Fälle geht das ja schnell auch, weil Druckluft bremst ja gut. Mittlerweile cool ist mit dem Bullock auch schon, dass das einigermaßen gut geht. Am Anfang war ein bisschen wenig Luft in die Reifen drin, hinten rechts plus ein paar. Da ist es ein bisschen schlecht gegangen, weil da ist so ein bisschen geschwommen auf der Straße. Aber jetzt geht es schon recht gut. Der Scheiß ist jetzt, der Tröpfel ist ein bisschen. Darum dressiert es jetzt ein bisschen. Aber gut, selbst wenn es ein Tröpfel hat, war die auch nicht anders da fahren. Wir fahren das zur Bayer, die ist da hinten. Das ist schon praktisch mit dem Bullock, braucht man überhaupt nicht schalten. So, gerade vor uns ist Bayer. Da fahren wir das jetzt hin. Und dann holen wir die Reifen. Die Fendt haben es auch dort, einen 27, 516 glaube ich noch und einen 3er oder so. Das waren schon auch schöne Bullock, aber ich habe eine Sau da, ja. Vorher keiner zahlen. Oh. Na, ich bin gerade einen Gang raus, da anstatt einen Blinker. Dann ich wollte jetzt gerade nicht weiterfahren, aber da haben wir. 4, 5, 16, 7, 20 und nur 3, 14 oder 3, 13. Da werden wir jetzt liegen und abladen. Ja, also, mit dem Video war es das dann wieder. Wenn euch das gefallen hat, gebt es gerne da mal nach oben und empfiehlt euch. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Video kriegen wir die neuen Reifen auf. Einer ist schon oben. Und den Rest dann im nächsten Video. Weil die Schrauben sind sau schwer. Oder sau fest. Die Reifen sind sau schwer. Gut.